wetten, ich kann dir sagen, was als nächstes kommen wird als Clash of Clans Update, ohne es richtig zu wissen. Ja, du hast richtig gehört. Ich kann es mir nämlich sehr gut vorstellen, was als nächstes als Update kommen wird. Wir gucken natürlich gleich mal da drauf. Aber lass uns mal eben, während wir jetzt hier diesen wunderschönen Angriff von Josie aka von Queen Kapi sehen, aus unserem ersten Krieg in der CWL bei den Mummies, während wir diesen Angriff jetzt sehen, lasst uns doch mal gucken, was denn bisher kam. Das Jahr 2023 hat schon zwei etwas größere Updates mit sich gebracht. Es ist ziemlich ungewöhnlich, vor allem was den Zeitraum angeht. Denn, passt mal auf. Also, wir hatten ungefähr so Mitte Mai, also die Patch Notes kamen am 15.05. Das wird dann wohl auch, denke ich mal, der Tag gewesen sein. Als das Update kam, hatten wir natürlich Nachtdorf 2.0, das ist ja aktuell sowieso in aller Munde. Wenn du das jetzt hier gerade guckst, dann wird es ja wahrscheinlich noch so sein, dass sie das noch nicht gefixt haben. Mit der Disbalance, was Angriff und Verteidigung angeht, also 15.05. war das, da hatten wir dieses Update. Aber nicht mal einen Monat später hatten wir schon das Update für das Heimatdorf. Und zwar, Moment, ich habe mir extra die Patch Notes jetzt hier mal hingeholt, damit ich auch alles, ja, im Blick habe. Super Schweinereiter, Wächterlehrling, dann natürlich die Gebäude, die sie freigegeben haben, die Gebäudelevel, die Mauern und so weiter, neue magische Gegenstände und so weiter, neue Level für Helden, für Truppen und so weiter, für Zauber, für Belagerungsmaschinen, also relativ viel. Und sogar noch zwei von den Begleitern haben auch noch ein neues Level bekommen, nämlich Lassie und, was war das noch? Lassie und Jack, glaube ich, ne? Wenn ich mich jetzt nicht vertue, war das soweit. Einige Änderungen am Spiel gab es auch noch. Also da war auf jeden Fall ziemlich viel geboten, was das Update angeht. So, und das war jetzt Mitte Juni. Jetzt ist natürlich die große Frage, wann sehen wir das neue Update? Den nehme ich übrigens mal eben mit. Nein, wer spendet mir denn einen? Alter, wie kannst du mir einen Rückrufzauber spenden? Ich hasse diesen Zauber, der ist so sinnlos, ehrlich. Ich finde ihn zumindest sinnlos. Vielleicht können einige den gebrauchen, aber ich finde irgendwie, keine Ahnung. Hier natürlich bei der Königin geht er halbwegs, bei einem Queen Walk geht er wahrscheinlich auch halbwegs. Ich habe jetzt ja keine Heilerin dabei. Aber nun gut. So, wir zünden jetzt mal die Königin, nehmen jetzt mal den König damit. Dann gucken wir gleich mal drauf. Was mache ich jetzt mit der Königin? Soll ich die jetzt zurückrufen? Wo rufen wir sie denn hin? Wo rufen wir sie denn hin, ist die Frage. Was machen wir jetzt mit ihr? Wollen wir da noch ein bisschen aufräumen auf der Seite? Also, wenn man sich jetzt mal die Daten anguckt, der Updates, die wir bisher hatten, ist natürlich die Frage, wann sehen wir das nächste Update und was kommt als nächstes? Also ich meine, es ist ja wohl eigentlich sicher, dass wir beim nächsten Update etwas für die Clanstadt sehen werden. Also ich denke mal, die Chance, dass das nächste Update ein Clanstadt-Update ist, ist glaube ich 90% plus mindestens. Mindestens. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendetwas fürs Nachtdorf kommt. Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass was fürs Heimatdorf kommt. Wir hatten so viele Sachen jetzt. Es kamen so viele Sachen raus. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ehrlich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt hier irgendwas sehen werden, was nicht Clanstadt ist. Und dann ist natürlich die Frage, wenn wir uns ja jetzt, glaube ich, sicher sind, dass etwas für die Clanstadt kommt, ist nur eine Vermutung, aber es ist, also ausgehend auf der Historie ist es, glaube ich, sehr, sehr wahrscheinlich. Ich sage 90% plus Wahrscheinlichkeit, wir sehen was für die Clanstadt. Dann ist die Frage, was sehen wir denn für die Clanstadt? Wir gucken mal eben drauf. In diesem Clan hier ist die Clanstadt bei uns noch nicht so ganz so weit ausgebaut. Ich könnte, ach komm, wir machen Mauern, was soll's. Wir stecken ein bisschen was in die Mauern rein. Also hier ist die Clanstadt noch nicht ganz so weit ausgebaut. Ich könnte mir vorstellen, Skelettpaar, oder, oh, wir könnten vielleicht einen neuen Bezirk sehen. Wir könnten vielleicht einen neuen Bezirk sehen. Das wäre natürlich cool. Das wäre natürlich gut. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr, was sehen wir, ja, für ein Update? Ich sage auf jeden Fall Clanstadt. Die Frage ist dann, was? Oh, eine neue Megatruppe. Sie haben mir irgendwann mal gesagt, dass sie sich durchaus vorstellen können, dass wir weitere Megatruppen sehen. Und dann ist natürlich die Frage, was für Megatruppen wird das denn sein? Also Fliegende Festung und der Berggolem sind bisher die einzigen Megatruppen, die es im Spiel gibt. Ah, die Fliegende Festung, okay, hat auch schon relativ viel Wohnraum, wenn man sich das mal anguckt. Fliegende Festung hat, ich glaube, 100, ne? Ja, 100 Wohnraum. Und der Kollege hier, 160 Wohnraum. Oh, das wäre geil, so eine Mega-Packer.
Mega-Packer wäre natürlich super geil. Eine gigantische Packer oder sowas. Oder ein riesiger Ballon. Ein riesiger Babydrache. Da hat man natürlich relativ viele Möglichkeiten, was das angeht. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Und die Frage ist ja dann natürlich, wann kommt das Update? Also wird das jetzt wieder so schnell gehen? Sie planen ja eigentlich immer mit 4 Updates pro Jahr. Jetzt haben wir ja erst eine ganze Zeit lang gar kein Update gesehen. Und dann hatten wir jetzt 2 Updates sehr nah beisammen. Den nehme ich übrigens mal eben mit, Leute. Zack, zack. Zack, zack. So. Ich habe keinen Rückrufzauber. Das ist schon mal gut. So. 2, 3, 4, zack. Ich setze die jetzt mal dahin, weil eigentlich ansonsten die Warden-Statue ist schon mal so ein bisschen eklig, vor allem gegen die Königin, weil die halt schon wirklich sehr, sehr viel Schaden einzeln austeilt. Aber wir haben sie. Gut. So, König zünden. Königin ist da oben noch zugange. Wir setzen da schon mal einen hin. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend bei Clash of Clans. Und dann hätten wir, das wäre ja dann das dritte Update pro Jahr. Also das dritte Update dieses Jahr wäre dann Clanstadt, meiner Meinung nach, macht auf jeden Fall Sinn. Vielleicht ein neuer Bezirk, eine neue Supertruppe, beziehungsweise in der Clanstadt heißt es ja dann Megatruppe. Und dann haben wir ja immer noch ein Winter-Update übrig. Aber Herbst-Update, das ist so lange noch, ne? Deswegen schreibe ich das, glaube ich, auch in den Titel nächstes Update oder so, weil ich jetzt einfach nicht weiß, ob man da wirklich von einem Herbst-Update ausgehen kann. Das ist halt die Frage. Ist es wirklich ein Herbst-Update oder nicht? Das ist ja wirklich die ganz große Frage. Ich glaube, es könnte auch eher schon kommen. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir das dann schon eher sehen werden als Herbst. Aber da muss man auch mal abwarten. So, was macht ihr jetzt hier, Leute? Ihr geht bitte da in die Mitte drauf. Genau. Und jetzt haben wir da noch den Monolithen. So. Monolith muss natürlich auch weg, aber der Monolith ist gefährlich. Und das Problem ist jetzt, dass ich jetzt keinen Freeze mehr übrig habe. Aber es geht in erster Linie ja auch um den Loot. Ja, weil ich mein Dorf ja noch ausbauen muss von den Sachen, die wir genau im letzten Update bekommen haben. Die ganzen Sachen. Ja, das ist natürlich dann die Frage. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren, was ihr da so denkt, was wir denn sehen werden als Update. Aber ich meine echt, Clanstadt. Gibt es irgendwen, der das nicht denkt, dass das nächste Update Clanstadt-Update ist? Und dann ist die Frage danach, was wir noch sehen werden. Aber wenn man sich das ja mal auch generell mal alles betrachtet, was soll denn in diesem Spiel noch kommen? Also, ist die Zeit der großen Updates vorbei? Das mache ich, glaube ich, mal in einer Einzelfolge. Also, es gibt ja jetzt eigentlich alle schon. Nachtdorf haben sie überarbeitet. Heimatdorf ist auch ja soweit schon relativ viel drin, was man machen kann. Clankrieg, Clanspiele, CWL, Saisonherausforderungen und so weiter. Also, normale Multiplayer-Angriffe, Einzelspieler, Trainingslevel. Es gibt so viel, was man machen kann. Dann gibt es noch die Clanstadt. Also, es wird ja kein neuer Game-Modus dann mehr kommen. Also wir werden dann kein viertes Dorf sehen oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das jemals sehen werden. Aber okay, wir sind am Ende von dieser Episode. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne eine Bewertung da. Abonnier den Kanal, Glocke aktivieren und bis zum nächsten Mal bei einer Folge Clash of Clans mit dem Fred. Dorfbesuche kommen bald auch wieder. Mach's gut. Und eine Sache noch. Ganz, ganz herzliche Grüße an Robin, und Moment, er heißt auf YouTube Musikliebhaber 121, nee, warte mal, Musikliebhaber 1210. Also ganz, ganz herzliche Grüße an Robin. Ich hoffe, du hast das Video bis zum Ende geguckt, denn sonst verpasst du ja deinen Gruß. Bis später, tschüss.